Hallo, guten Tag und ahoi von der Steinküste. Ja, schaut, was ich euch heute mitgebracht habe. Wieder ein kleines Set von der Firma Kobi dieses Mal. Kobi kommt hier ein bisschen zu kurz auf dem Kanal und darum dachte ich mir, wird mal wieder Zeit, dass davon was auftaucht. Bevor wir uns das jetzt aber hier einmal genau anschauen, ein kleiner Hinweis von mir oder eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich werde dieses Set unten drunter verlinken als Affiliate-Link von Amazon. Auch andere Sets, die ihr hier so seht, zum Beispiel die Piratenachterbahn oder aus dem Hintergrund, wenn es das bei Amazon zu einem vernünftigen Preis gibt, werde ich das da verlinken. Wenn ihr über so einen Link kauft, egal ob dieses Set oder ein anderes Set dann oder irgendwas anderes bei Amazon, bekomme ich da einen kleinen Kickback. Ihr zahlt nicht mehr, für euch ändert sich nichts. Ich bekomme eine kleine Unterstützung, was ich dann direkt hier in den Kanal einfließen lasse. Das war einmal kurz erwähnt, darum steht doch überall, das Video enthält Werbung und würde ich ja dafür nutzen, um hier weiter voranzukommen und den Kanal voranzutreiben. Wenn ihr das macht, vielen Dank dafür. Müsst es nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Also, so. Und jetzt geht es hier um das Set. Ich habe euch hier mal einen kleinen Liebling von mir mitgebracht, und zwar die Boeing 737 MAX 8 von Kobi. Mit der Setnummer 26175, genau. Ich weiß, dieses Flugzeug war vor einiger Zeit ein bisschen in den Medien im Verruf. Da gab es einige technische Probleme. Ja, das Modell an sich finde ich trotzdem gut. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile gelöst, oder die haben die Ursache gefunden, das wird gerade gelöst. Also da sollte zukünftig wieder alles mit okay sein. Schauen wir uns einmal die Box an. Also vorne drauf, einmal die 737. Wir haben 320 Teile, steht hier unten. Übrigens ist es seitenverkehrt. Das steht hier unten. Die genauen Zahlen, Daten und Fakten gibt es wieder am Ende vom Video, beim Fazit, auch den Gewichtspreis und alles. Genau, könnt ihr dann sehen. Hier vorne ist die Teileanzahl 320. Dann was Flugzeug drauf. Ja, Achtung, Kleinteile verschluckbar, ne? Vorsicht. Hier an der Seite. Finde ich ganz cool. Hier, da. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ihr glaubt es mir bestimmt, da ist das Lizenzlogo von Boeing drauf. So ein Aufkleber oder so eine Prägung. Sieht ganz cool aus, dass das hier ein offiziell lizenziertes Produkt von Boeing ist. Auf der anderen Seite so ein übliches Geraffel, sag ich mal. Die ganzen Prüfsiegel und all sowas. Ja, auf der Rückseite noch viel mehr Text. Das war bei Kobi immer ganz witzig. Hier steht drauf: Kobi ist ein einheitliches Bausystem der Kobi Firmengruppe und sollte nicht mit anderen Baustellensystemen verwechselt werden. Ja gut, was die damit wohl meinen, ich finde den Spruch total super. Auf der Rückseite noch einmal die Boeing. Hier sieht man auch den Aufsteller nochmal ganz gut, der dabei ist in diesem Set. Hier, dass die Turbine sich drehen lässt und oben noch einmal die Maße von dem guten Flugzeug, und zwar vom Modell. Ist 38,5 cm lang und 12 cm hoch. Die Flügelspannweite steht hier. 35,5 cm, das war hier mit drauf. Hier oben. Genau. So viel zur Box. Ja, die Box ist übrigens relativ wertig. Schön stabil, schön fest. Beim Aufmachen leider braucht man entweder Fingerspitzengefühl oder man macht es so wie ich und macht alles kaputt. Okay. So, das ist die Box. Ich versuche mal hier irgendwie jetzt hinzustellen, dass das Flugzeug nicht ganz versteckt ist. So. Dabei sind Aufkleber. Die zeige ich euch gleich aus der Nähe nochmal, genau wie das Flugzeug auch nochmal aus der Nähe gleich. Und da sage ich auch noch was dazu, die gefallen mir nicht. Also von der Art und Weise der Aufkleber. Gibt es gleich in der Nahaufnahme nochmal Infos dazu. Schade, dass sie überhaupt hier dabei sind. Die haben viele bedruckte Teile und vor allem ein richtig gut bedrucktes Teil und leider wieder diese Aufkleber. Ja, es ist ein Preisthema. Ja, das Set ist nicht besonders günstig. Doch, günstig ist es nicht, billig ist es. Im mittleren Preissegment unterwegs, ja, es wäre mit Aufklebern wahrscheinlich im hochpreisigen Segment unterwegs, aber ja, weiß nicht. Ich habe jetzt erfahren, dass Kobi in Zukunft verstärkt auf Aufkleber setzen möchte, bei Displaymodellen, bei hochpreisigen Modellen, und vermerkt das dann wohl sogar auf der Box. Also ich bin gespannt, was daraus wird und ob die Kunden bereit sind, das dann zu bezahlen. Das wird sich dann zeigen. Genau. Und die Anleitung. Also die ist ein riesen Latschen, die ist nicht dick. Aber die ist großformatig, also das ist heftig, die ist total dünn, ne? Gar nichts, aber sehr, sehr groß. Und ist mit einer Klammer hier gebunden für die Leute, die es interessiert. Ich
meine, mir ist es egal, wie es gebunden ist. Das ist ein paar Klammer. Ja. Was ich gut finde an dieser Anleitung, was ich richtig, richtig cool finde, ist, dass Kobi hier vorne wieder ganz viele Informationen zum Flugzeug hat. Ich guck mal, hier ein Bild von der schönen 737. Hier unten nochmal Bilder und ein Informationstext dazu. Das blendet. Ihr seht den Text überhaupt nicht. So. Ja, lesen könnt ihr wahrscheinlich eh nicht, aber das habt ihr mal gesehen, wie groß der Text ist. Dann ist alles Englisch, klar. The Boeing 737 Max. Steht hier, was das alles ist. Welche Typen es da gibt. Also ganz viel Information zu dem Flugzeug. Das gefällt mir relativ gut. Und wir gehen weiter. Und hier sind nochmal Besonderheiten für das Flugzeug. Auch nochmal Texte wieder. Und hier auf der Seite, die gerade sehr spiegelt, so hier. Da sind die verschiedenen Besonderheiten des Flugzeugs einmal erklärt, warum, wieso, weshalb zum Beispiel die Flügel so aussehen, wie sie aussehen hier vorne an der Spitze nämlich. Man sieht sie hier auf dem Bild ein bisschen besser, dieses Gebogen hier oben. Das ist eine neue aerodynamische Form, steht hier zum Beispiel. Und ja, das ist echt super. Und dann geht es mit dem Bauen los. Und Kobi-typisch. Alle Bausteps, die schon fertig sind, sind ausgegraut, sind weiß oder halt grau. Und alle neuen Teile sind dann farblich markiert. Und das ist erstmal okay. Ich würde es immer besser finden, wenn die Farbe noch leicht zu erkennen wäre und es nicht ganz weiß oder grau wäre. Würde mir noch besser gefallen. Das kann ich aber gut bauen, das passt soweit. Was mir halt bei Kobi nicht gefällt, ist, dass ich immer wieder Teile auf dem Tisch zusammenlege und dann erst anfange, die zu stabilisieren. Also ich puzzle die los zusammen und stabilisiere die dann. Das gefällt mir nicht, aber mir ist aufgefallen jetzt in einigen Sets, dass Lego das öfters auch so macht. Und mich nervt das, ich mag das nicht. Bei dem Set hier hat sie es aber in Grenzen gehalten. Und dann fangen wir hier an, schön zu bauen. Begonnen mit dem Rumpf. Natürlich, hier zum Beispiel hier unten. Das ist auch ein ganz, ganz stabiles System. Das ist ein Prügel. Das Ding ist echt stabil. Das hält, das ist hier Stein auf Stein. Da gibt es keine Hohlräume. Das ist wirklich, wirklich stabil bei Kobi. Das machen die öfter so. Die bauen eigentlich fast alles ziemlich stabil. Die Steine haben auch eine hohe Klemmkraft, höher als bei Lego. Ja. Und mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Ihr seht hier nochmal den Rumpf hier unten. Und ja, da gibt es nicht viel Hohlräume. Einige Sonderteile sind dabei. Das macht Tobi, sage ich schon. Ich kenne keinen Tobi. Das macht Kobi ja auch standardmäßig so, einen Gesonderteil dazu verwenden. Genau. Am Ende wird der Aufsteller gebaut und wir sind nach, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, das steht hier nicht, aber nach 74 Bauschritten dann am Ende. Und dann werden auch die Aufkleber draufgeklebt. Genau. Und auf der Rückseite gibt es hier noch ein bisschen Werbung. Das ist nur so als. Kommen wir zum Flugzeug. So. Ich habe das auch schon in meinem ersten Video einmal erwähnt. Kobi ist in meinen Augen mehr Modellbau als alles andere. Die haben zwar ihre Spielsets, aber gefühlt legen die Wert auf schöne Displaysets. Und das finde ich sehr gut. Und deswegen ist für mich Kobi auch ein super Alternativprodukt oder beziehungsweise ein ergänzendes Produkt zu Lego. Die sind ja sehr spielorientiert und hier haben wir sehr display-orientierte Geschichten. Das gefällt mir. Und schaut mal, wie schön das da steht auf diesem Aufsteller. Klar, das wackelt hier ein bisschen, aber wenn das steht, dann steht das. Und das droht auch nicht herunterzufallen oder irgendwie abzubrechen oder sowas. Das Plastik hat halt ein bisschen Flexibilität, ist ganz normal. Hier vorne drauf haben wir eine schöne Fliese. Das ist die Boeing 737 Max 8. Und oben ist der Flieger drauf. Kommt jetzt dichter, dann seht ihr unten die Fliese einmal. Der Aufsteller ist an sich auch relativ stabil, auch wenn es nicht so aussieht. Das ist hier einfach so ein Sockel aus ganz vielen Plates gebaut. Übereinander drei Schichten, also zwei Schichten Plates, eine Schicht Tiles. Dann dieses Formteil hier drin, über Technikachsen hier reingesteckt in eine runde Öffnung. Und der Aufsteller vorne, ganz simpel, ist einfach eine 2x6 Fliese, glaube ich, mit Aufdruck hier vorne. Das ist es. Und hier ist unser Flugzeug. Das zeige ich euch gleich nochmal aus der Nähe. Die treuen Abonnenten wissen das schon, dass ich nochmal eine Aufnahme mache, aber hier einmal aus der Ferne. Das Weiß ist jetzt sehr hell, ich weiß, aber das kriegen wir anders jetzt nicht hin. Darum gleich aus der Nähe nochmal. Also oben schön gebaut, weiß.
von unten so blau. Typische Farben von Boeing, für ein Flugzeug. Die Triebwerke haben Sonderteile hier vorne. Dieses Grau hier sind Formteile, genauso wie die Triebwerksauslässe hier hinten. Das sind auch Formteile. Und diese Flügel, das sind auch Formteile, damit das so hingekriegt werden kann. Also es ist ein Teil. Und hier unten drunter ist noch angesetzt so ein kleines graues. Ja, das ist jetzt super. Jetzt habe ich das erste Mal hier einen Pullover an und der ist grau. Und ich zeige euch jetzt ein graues Teil. Es ist grandios, sage ich euch. Wir machen es mal so. Ja, das ist das kleine Flügelteil, was hier unten einmal angeklickt wird, um hier die Form hinzukriegen. Von dem Flieger. Also von dem Flügel. Und wie gesagt, das Ding ist also stabil. Auch hier. Da fällt nichts ab, außer hier vorne jetzt eine kleine Fliese vom Flügel hier. Da vorne war die. Die ist nur auf zwei Noppen drauf. Klar, aber der Rumpf an sich, wenn ich da nicht gegenkomme, fällt da alles ab. Also super stabil gebaut von Kobi, so kennt man das ja. Hier vorne übrigens dann ein Formteil. Das ganze Cockpit ist aus zwei Teilen nur gebaut. So. Und die Nase hier ist nochmal extra. Spannend hier, das ist ein weißes Grundteil. Und unten drunter ist das blau bedruckt alles. Und diese Fenster hier sind auch bedruckt. Und das ist halt so, das ärgert mich. Hier drucken sie es. Und das ganze Flugzeug hier an der Seite, ihr seht ja, hier sind eigentlich Fenster dran, wird nicht bedruckt. Das wird über Aufkleber gelöst. Und dann muss ich über mehrere Steine gehen. Warum machen die das? Mann, also, dann lass es auch ein paar Euro mehr kosten und ich kann das hier bedrucken. Wenn ich hier eh schon ein Display-Set habe, zu 100% und das höchstwahrscheinlich nicht umbauen und irgendwas anderes draus baue, also ich nicht, bei Lego ist es anders, hier baue ich nichts anderes raus, dann bitte, bitte lasst es doch bedruckt, Kobi. Und ja, dann wäre alles gut. Richtig cool ist hier hinten zum Glück diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich glaube, das ist Leitwerk, Heckleitwerk. Höhenruder ist es auf jeden Fall nicht, die haben wir dann hier. Das Leitwerk hinten, das ist bedruckt. So. Jetzt kommt 7378. Das finde ich super. Ich weiß, es gibt Nachfolgemodelle, andere Flugzeuge von Kobi, da ist das nicht mehr bedruckt. Das ist auch über den Aufkleber gelöst. Ich bin so froh, dass das hier bedruckt ist. Weil, ja, also wenn das Logo hinten nicht drauf ist, dann ist es einfach nur irgendein Flugzeug. Und so sehe ich wenigstens auch ohne Aufkleber, was hiermit gemeint ist. Übrigens auch hier ist so ein Leap-Aufdruck auf den Triebwerken. Das ist auch, wie gesagt, bedruckt und das war auch beim originalen Flugzeug so. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert. Ja. Unten haben wir ein Fahrwerk. Ja, das ist ganz nett gebaut. Und ganz, hinten sind es Gummireifen. Vorne ist es einfach so ein Plastikreifen. Die sind nicht einklappbar. Das finde ich immer schade. Auch wenn es ein Display-Modell ist, würde ich mir schon wünschen, das wenigstens theoretisch einklappen zu können. Ja, die haben jetzt auch keine super Rolleigenschaften, aber dafür ist es ja auch, wie gesagt, nicht gemacht. Also als Display-Set funktioniert es gut. Und ja, ich finde, das steht super da, auch auf dem Schreibtisch. Das steht tatsächlich hier bei mir immer, wenn ich hier in die Videos aufnehme, hier in der Ecke und gucke mich fröhlich an. Also gute Flugzeug. Ja. Also ich finde, das macht schon was her und das gefällt mir gut. Und mir gefallen Flugzeuge sowieso sehr gut und da gibt es bei Lego leider total wenige. Und ich finde auch bei anderen Herstellern total wenige. Und da freue ich mich, dass es bei Kobi eine ganze Menge gibt. Leider sehr viele Militärflugzeuge, wo ich nicht so der Freund von bin. Aber ich habe mir ja auch den Roten Baron, hier die Fokker, geholt. Ist auch ein Militärflugzeug, ich weiß, aber hat für mich irgendwie noch einen anderen Kultstatus und steht ja auch noch rum. Vielleicht zeige ich die auch nochmal. Also die Fokker, heißt das die? Ich glaube, es heißt die. Und ja, ich mag Flugzeuge sehr, sehr gerne. Die nehmen halt eine Menge Platz weg und das ist mein größtes Problem. Ich meine, wo passt so ein Ding rein? Mit hier 30 cm und 30 cm und alles und ja. Da kommt so ein typisches schwedisches Regal an seine Grenzen. Wo gewisse Modulhäuser noch reinpassen, kommt das gute Stück hier schon in Nöten. Ja, genau. Die Details zeige ich euch jetzt aus der Nähe nochmal, wie die Art der Fliesen sind, wie die Qualität hier ist. So ein paar kleine Sachen, die mich hier stören tatsächlich von den Steinen her, weil sie nehmen viele Formteile und andere Sachen lassen sie dann original und da hätten Formteile vielleicht auch besser ausgesehen oder irgendein anderes. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr schaut euch das jetzt aus der Nähe an und dann sehen wir uns hier gleich noch einmal wieder mit den Zahlen, Daten und Fakten in meinem Fazit. Also, bis gleich.
Und da sind wir jetzt bei der Nahaufnahme von unserer Boeing 737 MAX 8 angekommen. Bevor ich euch jetzt einmal das Modell hier aus der Nähe zeige und vor allem die Besonderheiten, hier noch einmal der Stickerbogen vorab. Der sieht dann so aus. Hier oben ist einmal zu sehen, dass das Original lizenziert ist von Boeing. Also alles gut. Und ja, das ist ein Stickerbogen für mehrere Typen, also für mehrere Sets von Kobe. Die Fenster und die Türen werden zum Beispiel auch hier für unser Modell verwendet. Der Aufdruck Dreamliner ist hier bei diesem Flugzeug nicht dabei. Dieser Stickerbogen ist also für verschiedene Sets von Kobe vorgesehen. Ja, und diese Sticker von Kobe finde ich nicht gut. Die haben hier halt diese Eigenart, dass über mehrere Steine geklebt wird. Also das hier sind lange Sticker. Also das ist ein Sticker bis zur Mitte und dann das hier ist nochmal ein Sticker. Und das würde hier über die ganzen Steine drüber gehen. Und das mag ich nicht und deswegen mache ich die Sticker hier nicht drauf. Ich finde diese Sticker hier tatsächlich noch schlimmer als die bei Lego, weil wenn ich die drauf mache, habe ich gleich mehrere Steine vermasselt, die ich nicht mehr benutzen kann. Klar, ich kann die Sticker wieder abpulen irgendwie, aber sind die Sticker halt auch verloren und ich habe sie gar nicht mehr. So. Nun ist es aber auch so, dass ich bei Kobe nicht unbedingt die Steine für was anderes nehmen würde, da Kobe ja fertige Modelle hat, aber falls ich es machen möchte, hätte ich das Problem mit den Stickern. Naja. Aber jetzt schauen wir uns einmal das Modell an. Und ich sagte es gerade bereits, Kobe ist in meinen Augen mehr Modellbau als ja, alles andere, als zum Spielen gedacht. Die Sets sind, wenn sie fertig sind, schön, die stehen gut da, die kann man sich gut anschauen und die sind genauso richtig, wie sie sind. Der Fokus liegt ja nicht im Spielen. Es gibt ja viele Sonderteile, die nur für dieses Modell zu verwenden sind, es sei denn, man ist wirklich sehr kreativ. Ja. Und die schauen wir uns jetzt einmal an, darum geht es hier vor allem in der Nahaufnahme. So, ich nehme das Flugzeug hier mal von diesem schönen Aufsteller herunter. Ist auch relativ fest. Ich stelle es einmal zur Seite und wir schauen uns einmal diesen kleinen Aufsteller an. Wir haben hier vorne allerdings eine bedruckte Fliese, wo die Typenbezeichnung draufsteht, Boeing 737 MAX 8. Ansonsten ist das hier alles schön gebaut. Dieses Teil hier ist ein Sonderteil. Das ist auch relativ fest hier unten drin. Hier unten mit Technikachse. Oben auch. So. Und hier ist es einfach in so eine Plate mit Loch gesteckt. Und ihr seht hier bei der Steinqualität, außer meine Fingerabdrücke jetzt, die sind relativ gut, relativ wenig zerkratzt und schön glänzend, so wie es auch bei Lego ist. Die Steinequalität ist hier tatsächlich sehr nah an Lego dran. Es fühlt sich noch ein bisschen anders an, der Kunststoff fühlt sich auch ein bisschen anders an, aber wie gesagt, sehr, sehr nah. Und jetzt schauen wir uns einmal das Flugzeug nochmal aus der Nähe hier an. Ich finde, es ist wirklich schön gestaltet. Ganz einfach gebaut, das ist ein massiver Körper, da gibt es drin keinen Hohlraum oder sowas. Ich kann aber versuchen, da ranzukommen. Das machen wir gleich, weil wenn die Kobi-Steine einmal sitzen, dann sitzen die. Hier vorne haben wir unser Cockpit. Das besteht aus zwei Formteilen. Hier einmal die Nase. Die ist so halb bedruckt. Das ist eigentlich ein weißes Teil, was unten blau bedruckt wurde. Und mein Fokus spielt wieder nicht mit. Das müssen wir so machen. Weißes Teil, was unten blau bedruckt wurde. Ja, Flugzeugnase. Dann haben wir hier den Rest vom Cockpit. Ist auch ein Sonderteil. So. Hier sind die Fenster bedruckt. Und unten das Blaue ist auch wieder ein Aufdruck auf einem weißen Grundteil. Ja, innen drin sitzt ein Brick, mit dem es nachher befestigt wird. Und so ist dieses Formteil hier. Die Nase vorne ist relativ locker drauf. Also die ist nicht wirklich fest hier. Aber es muss ja auch nicht. Steht ja so da. Damit haben wir die perfekte Form von dem Flugzeug, was sonst nicht anders möglich wäre. So, jetzt schaut mal hier, hier seht ihr schon, innen drin ist nichts. Das ist ein ganz massiv gebauter Rumpf. Jetzt versuche ich nochmal dieses Teil hier vorne abzubekommen. Und das ist nahezu unmöglich. Also ich habe jetzt auch leider keinen Teil da drin zur Hand. Ihr seht, ich kriege es gar nicht ab. Das ist nicht abzukriegen, das ist bombenfest. Also das kann ich so in die Hand nehmen. Und ja, hält. Weiterhin Sonderteil haben wir hier im Triebwerk verbaut. Hier vorne, das ist ein schönes Formteil und auch dieses Teil hier hinten vom Triebwerk, dieser Auslass. Hier dieses Leap-Logo ist aufgedruckt. Das sah auch bei dem Originalflugzeug so aus. Dieser kleine Rotor hier drin, der dreht sich auch, also ist drehbar gelagert, auch ganz einfach zu drehen.
Sieht schön aus. Die Flügelkonstruktion ist hier gefliest. Hier ist ein kleiner Nachteil bei den Kobi-Steinen, finde ich. Sehr große Fugen. Und wenn ich das hier so halte, seht ihr, dass einige Teile höher sind als andere. Also die stehen teilweise ein bisschen hoch. Hier vorne ist es gerade zu sehen. Ich hoffe, ich kriege hier einen Fokus drauf. Gucken wir mal. So, jetzt seht ihr das. Ne? Kann man so ein bisschen drücken, dann ist es wieder ein bisschen weiter unten, dann steht hier hinten ein bisschen was hoch. Also, das ist nicht ganz eben und ganz plan. Das ist so der größte Kritikpunkt, den ich hier habe, aber da kann man ja drüber hinwegsehen. Die Flügelspitze ist wieder ein Sonderteil, also ein Formteil. Das ist ein Sonderteil. Hier mit der typischen Form von der 737 MAX 8. Und hier unten, das ist so dran geklickt. Einfach so. Ne? Auch wieder ein Formteil. Um eben diese Flügelform so hinzubekommen. Und damit sieht es wirklich dem Original sehr, sehr ähnlich. Hier oben haben wir, also am Heck der Maschine haben wir nochmal einiges Formteile. Hier diese Flügel hier, diese Ruder. Und hier oben das Leitwerk auch. Bedruckt komplett 7378. Das finde ich schön. Bei den neueren Modellen war das nicht mehr bedruckt. Dann musste man das jetzt mit Aufkleber draufkleben. Hier ist es noch bedruckt. Und das ist ein so ein großes Teil. Ist eben nur für dieses Set hier zu verwenden und für nichts anderes. Und damit unterstreicht dieses Set auch wieder den Modellbaucharakter. Hier noch ein kleines Manko. Diese Fliese hier hat diese komischen Ecken. Hier wäre es cooler gewesen, wenn das hier auch abgerundet gewesen wäre. Also irgendwie zwei Teil Modified, Teil Round, die hier so ein bisschen abwärts gehen. Und nochmal ein Formteil, hier dieses, um diese Rundung dahin zu bekommen. Ja. Und dann steht das Set so vor uns. Und mehr ist es nicht. Einfach zu bauen, wirklich Stein auf Stein, ein paar Sonderteile dazu und schon haben wir hier eine 737 MAX 8 vor uns zu stehen. Und übrigens auch eine Plate mit einem Loch drin, wo dann der Aufsteller drin befestigt wird. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Triebwerke, würde ich sagen, die Fahrwerke hier nicht einklappbar sind. Die sind hier fest montiert. Und die drehen sich auch nicht besonders gut. Da ist auch wieder dran zu sehen, dass das eindeutig ein Display und ein Modellset ist. Aber ich finde, das hat Kobi gut hinbekommen. Mir gefällt das Flugzeug richtig gut. Und von anderen Firmen würde ich so einen Modellbausatz nie im Leben hinbekommen. Und hier eben schon. Und das ist halt der Vorteil von Kobi. Und Kobi ist für mich die beste Ergänzung aktuell zu Lego, das habe ich ja schon mal gesagt, aufgrund der besonderen Eigenschaften, dass es eher Modellbau ist als Spielsets, deren besonderen Teile. Und ich finde, das passt ganz gut zusammen und es ergänzt sich, es ist eine schöne Parallelwelt zu Lego, wie ich finde, denn Lego ist ja doch überwiegend spielorientiert. So viel also dazu hier in unserer Nahbetrachtung und jetzt sehen wir uns hier gleich noch einmal wieder. So, und damit kommen wir also zum Fazit von diesem Kobi-Set mit der Nummer 26175, die Boeing 737 MAX 8. Was gibt's zu sagen? Aktuell ist die bei Kobi im Online-Shop zu bekommen für 25,69 €. Den Preis nehmen wir jetzt einmal als Grundlage. Wir haben hier 320 Teile und das macht einen Teilepreis von 8,03 Cent. Und das ist in meinen Augen völlig okay für das, was ich hier bekomme. Ist nicht richtig billig, ich sage extra billig, ist aber auch nicht richtig teuer. Ich finde, es ist günstig, würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber es ist okay. Vielleicht sogar preiswert. Es geht in Richtung preiswert, vor allem wenn wir uns gleich die 100 Gramm anschauen. Für 8 Cent die Qualität mit den bedruckten Steinen, die ich dabei habe, finde ich gut. Einzige Verbesserungsoption, die gravierend sind, ist für mich, dass hier die Seiten auch bedruckt wären. Und ja, sowas wie die Teile, was ich sagte, dass die nicht abgerundet sind, mal hingestellt. Also hier für den Preis für mich fast perfekt. 100 Gramm, das gute Stück wiegt 346 Gramm und das macht auch bei diesen 25,69 € dann einen 100 Gramm Preis von 7,42 €. Und das ist wiederum günstig. Die meisten Lego Sets, die ich hatte, waren da drüber gewesen und die sind halt nicht bedruckt, größtenteils nicht bedruckt. Und 7,42 € finde ich völlig okay und da merkt ihr auch und da merke ich vor allem auch, dass Kobi hier Masse verbaut hat. Das gute Stück wiegt gefühlt wirklich einiges und wie gesagt 346 Gramm, das merkt man schon. Es ist eben kein hohler Körper,
Ne? Also es ist gefüllt, es ist stabil, es ist massiv. Ihr habt es ja gesehen, wie ich es hier gehalten habe. Da gab es gar kein Thema. Darum komme ich hier auf einen guten 100-Gramm-Preis. Und wie gesagt, der Teilepreis ist ja auch nicht der höchste dafür, dass so viele Formteile drin sind. Also hier hat Kobi wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis herausgebracht. Mein Fazit daher, es klang eben schon durch. Für mich super, schönes Set, gute Qualität, wirklich richtig gute Qualität. Ich sage mal, tatsächlich 95% an Lego dran, was in meinen Augen Singbau zum Beispiel überhaupt nicht ist. Die sind vielleicht bei, ja, es ist auch nur ein Bauchgefühl, ich habe das nicht ausgerechnet oder so. So bei 70% würde ich Singbau einordnen tatsächlich. Von Lego ist mein subjektives Gefühl, ist überhaupt nicht objektiv für Messen oder Berechnen oder sonst was, ist mein Gefühl beim Bauen. Und hier bin ich bei 95%, hier habe ich fast das Lego-Gefühl, nur fast. Die Steine fühlen sich ein bisschen anders an, also der Kunststoff fühlt sich ein bisschen anders an und die Klemmkraft ist ein bisschen anders und die Spaltmaße, also die Klemmkraft ist fester, das kann jetzt gut oder schlecht sein, muss jeder für sich entscheiden und die Spaltmaße sind teilweise sehr unterschiedlich, also die wirken immer größer. Ich weiß nicht warum, bei Lego, wenn ich das genau anschaue, sind die auch nicht perfekt, um Gottes Willen, aber hier wirken sie halt immer noch ein bisschen gröber. Mein Gefühl, meine Meinung dazu. Deswegen ist das Set für mich ganz klar eine Kaufempfehlung. Das gab es auch irgendwie jetzt einige Zeit so im freien Handel, Anführungszeichen, kaum noch. Es war, glaube ich, ausverkauft. Oder ja, nachproduzieren müssen erst, beziehungsweise hatten es vielleicht vom Markt ein bisschen genommen, weil es die Geschichten mit dem Flugzeug gab. Ich weiß es nicht, es ist eine Spekulation. Jetzt ist es jemals wieder überall verfügbar, so wie ich gesehen habe. Deswegen gibt es hier auch von mir die klare Kaufempfehlung, wenn euch das Flugzeug gefällt oder allgemein Flugzeuge gefallen. Dann kauft das, ihr macht hier bestimmt nichts falsch. Euch wünsche ich jetzt eine schöne Zeit beim Klemmbausteinbauen, welcher Firma oder welcher Marke auch immer. Genießt das, denn es gibt fast nichts Schöneres auf der Welt. Und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder, so hoffe ich jedenfalls. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.